Oh, 1100. Kann man mal anfangen. Was ist das denn? Vulgrim-Position. Eine neue Vulgrim-Position wurde der Chronik hinzugefügt. Ah ja. Man muss auch nicht mal hinterher laufen. Ja. Guck mal, was hat er denn? Was hat er denn alles? Erhöhten Schaden durch Waffen. Waffen 1000. Aber wir haben ein bisschen Geld. Oh. Schrei mir nicht so ins Ohr, ey. Oh, verdammt, wir haben Ohrenschaden. Aha, aha. Mal gucken hier, was ich ihm alles kaufen sollte. Schwerthaken. Ich weiß nicht, soll ich die Sense kaufen? Oder brauche ich schon die Sense? Brauche ich die vielleicht später lieber erst? Lieber ich vorher lieber noch, das klingt doch interessant hier. Ihr hört den Schaden, der die Waffen angefordert wird. Ich glaube, das kaufe ich mir mal. Ich habe ja keine Ahnung von solchen Spielen, Marfall. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Waffenmeister, diese Erweiterung kriegt ein größeres Wissen über Waffen. Dadurch kann er beim Benutzen derselben mehr Schaden verursachen. Das ist immer gut. Dann sind wir auch pleite. Haben wir ganz Geld dafür auf den Kopf gehauen, aber ich denke mal, es war eine gute Wahl. Hoffe ich mal. Waffenerweiterungen müssen in der Waffenschmiede im Kriegsgepäck den Waffen zugewiesen werden. Ah ja. Machen wir mal hin hier, die Waffenschmiede. Waffenmeister? Einfach zuweisen? Ah ja, einfach zuweisen. Ja gut, das ist ja ein... So, das war's dann, ne? So, was ist das? Das war's jetzt, ne? Ah ja. Ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr Bumm. Jetzt können wir ein bisschen mehr raushauen. Ah, jetzt hoch. Mal gucken, wo wir landen. Jupp, lach mal. Ah, was hier? Was denn hier? Bruchstücke von Zornkern. Aha. Sammeln Sie 4 Bruchstücke, um einen Zornkern zu erzeugen. Dieser erhöht kriegsmaximalen Zorn. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So, jetzt sind wir hier ordentlich ausgerüstet. Ich brauche gerade nichts, tut mir leid. Bescheidener Händler, dir dienen. Denk mal, ich habe Waffenschaden mal genommen, weil klang für mich jetzt am sinnvollsten, aber mit der Waffe ein bisschen rumprügeln, ein bisschen mehr Schaden verursachen. Klingt immer gut, zu Anfang. Ich habe ja von solchen Spielen ja keine Ahnung, muss ich sagen. Ich bin ja kein großer Action-Adventure-Spieler, also habe ich so gut wie nie eins gezockt. Groß, außer mal Zelda auf dem Gameboy unter anderem. Einer wenigen. Okay, hier geht's noch nichts weiter, na gut. Dann rennen wir mal zurück. Also zurück in Form von da, wo wir hin sollten, zu diesem gelben Punkt. Ein bisschen mehr ein. So, das ist ein Rahmen, die brauchen wir nicht. So. Heim Guld Stragadur. Nom Straga Sendura. Weißt du, was hier eingesperrt ist? Das sind Dinge, die selbst du fürchten solltest, Reiter. Einst warst du stark, aber jetzt bist du schwach und du bist allein. Der Zerstörer weiß von deiner Ankunft und in diesem Augenblick schickt er seine Legionen gegen dich. Dann mache ich es kurz. Das ist sauer. Vernichte die! Phantomgeneral! Der Block! Aus! Ich schlag dir den Kopf ab! Nö, ich mach das mit deinem. Wie wär's mit damit? Einigen wir uns! Ach, verdammt, das war doof. Das war auch doof.
Hallo. Mal die Party machen hier, die Kleinen. Nehm diesem Narren sein Leben. So. Die werden alle ziemlich übel mal rangenommen hier, Alba. Die werden alle ziemlich zerfetzt. Ach, verdammt. Damit geht das relativ gut. Autsch! Au! Damit geht relativ gut mit diesem Horn, muss ich sagen. Wenn wir mal vorher drauf gucken wollen. Was ist denn da? Nur ein abscheulicher, blutspuckender Wasserspeier? Die Rohre sollten mal gereinigt werden. Ah. Ja, lecker, ne? Blutspuckender Wasserspeier. Blutspuckender Wasserspeier, sehr angehört. Heißt das nicht eigentlich Blutspeier? Ist das Wasserspeier? Würde zum Sinn ergeben, dass das einmal Blutspeier heißt, aber... So, okay, dann zeigen wir nochmal, nehme ich an, ne? Der läuft ja da noch nicht. Wegverschieben. Und los geht's, so. Das ist jetzt auch voller Blut. Sehr nettes Gefängnis. Das macht tot. Sie hätten euch alle vier schicken sollen. Ich habe nicht vor, dich zu töten, Samael. Ha! Der Zerstörer. Er ist außerhalb deiner Reichweite und außerhalb meiner. Hat das Gefängnis dich zu einem Feigling gemacht? Vielleicht gibt es einen Weg. Aber dafür musst du in den Turm des Zerstörers gelangen. Doch leider wird der Turm von vier seiner Auserwählten bewacht. Bring mir ihre Herzen und stell keine Fragen. Die Gründe für meine Hilfe gehen dich nichts an. Wo kann ich diese Wächter finden? Suche zuerst die Zwielichtkathedrale, in die sich die Fledermauskönigin Tiamat zurückgezogen hat. Doch ihre Wohnstadt ist nichts als ein Inferno. Über das Land wirst du es niemals erreichen. Suche hiermit den hohen Ort auf. Und bring mir ihr noch schlagendes Herz. Ja, wir wurden jetzt zu dem geschickt und ja, er schickt uns jetzt zu Tiamat, wo wir einfach das Herz mitnehmen sollen. Mal so eben, ne? Schattenflug. Diese übernatürlichen Flügel ermöglichen es, Krieg vorübergehend durch die Luft zu gleiten. Halten Sie nach einem Doppelsprung A gedrückt, um den Schattenflug zu aktivieren und zu gleiten. Gleiten Sie in Schattenströmungen hinein, um Auftrieb zu bekommen und höher zu gleiten. Ah ja. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Ah ja. Okay, das. Ich glaube, da müssen wir damit mal mit zurück, glaube ich. In dieses Gebäude. Naja. Oder einmal unter durchkämpfen, oder. Ach nee. Schattenflug. Aktivieren Sie den Kriegsschattenflug in einer Schattenströmung, um riesige Sprünge zu machen. Ja, das mache ich aber später. Ich will nochmal zurücklaufen. Ach, was ist denn hier schon wieder los? Ah!
So. Und noch einer, der auch noch. Mann. Ich will noch mal zurück, weil man da jetzt an dieser Attack kommen könnte, glaube ich. Aber rein hier, los, rein da. So, ich müsste aber jetzt da dran kommen. Im Schattenflug müsste ich ein bisschen weiter springen können, also zumindest theoretisch. Oh. Komm her. Ja. Oh, du auch? Jo. Kann relativ weit springen schon mal. So. Ah ne, mal ein bisschen langsam die auffüllen. Ein bisschen. Ist zwar nicht viel, was sie hergeben, aber ey. Besser als nix, sag ich mal. Das ist ganz schön übel, ey, wenn ich auf einmal einen Button einmal auf den Boden klatsche, ey. So. Mal gucken. Was denn? Das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Wo bin ich jetzt gelandet? Ach so. Wieso kam ich dann nie rüber? Zu früh? Zu früh gesprungen? Oder zu spät? Oder was immer? Und nochmal! Wo ist die dran da oben? Jetzt aber! Jawohl! Artefakt-Soldat! Diese alten Insignien wurden von Legion der Hölle, das wissen wir schon, haben wir schon mal einen gefunden. So, da habe ich schon mal, habe ich noch eins erwischt hier, so. Okay. Kann ich damit eigentlich auch auf diese andere Truhe da hoch, die ich da einnehme? Das reicht noch nicht. Ja, aus dem Anfang. Ach, was ist das hier? Ja, ist ja gut. Hier, bitte. Bitte. Und noch wer? Nee, ne, das war's. Danke. Das war's dann. Okay. Ich weiß nicht, kann man da zum Anfang auch noch hin mit diesem Schattenflug? Das war, glaube ich, zu weit, ne? Denk mal, können wir mal später, denke ich, mal machen. Wir sind ja eigentlich jetzt hier. Ich wollte doch irgendwie rüber. Da frage ich mich ja trotzdem schon mal. Packt ihr ja trotzdem schon mal, würde ich sagen. Das lässt sich später auf. Ach, komm her. Man darf die Tür nur da kaputt machen, wo das vorgesehen ist. Eintritt, sagen wir mal so. Was war da? Der grüne Geigenturm, ja, wissen wir auch schon. Ach, komm her. Ja, komm schon. Ihr habt es echt eile zu sterben, ja? Ihr seid doch schon tot. Wisst ihr, das ging ganz, ganz schnell. Aber man hat einfach eine Faust genommen und... Ach, den haben wir auch mal platt hier. Das war's, nicht? Also kann man nochmal zurück zu diesem anderen da, zu dem Händler, weil ich da entsprechend nochmal Geld eintauschen kann. So. Ach, jetzt auch wieder was los. Ja, schön, kann ich wieder hin und her laufen. So, und tschüss. Ja, man kämpft sich hier immer hin und her, wenn man jetzt wieder zum Händler gehen muss. Wollen wir mal ein bisschen eintauschen, wenn wir mehr Geld holen. Ja, ein bisschen Energie tut auch nicht, tut auch gut.
Ist noch einer hier? Nee, ne? Hier war es das. So, morgen muss das hier war er doch hier. Jupp, komm her. So, Artefakte 1000. Bist du den weiten Weg gekommen, um meine Zeit zu vergeuden? Was? Ach so. Ja, mit 900. Kann ich mir, könnte ich mir das kaufen, aber was will ich damit kaufen? Ich glaube, der klingt gar nicht schlecht. 180 Grad. Falls mir hinter uns einer ist. Was ist das? Aha, Wirbelwindkombination. Ich glaube, ich nehme mal den Oberschlitz 180 Grad. So weise, wie du. Der klingt nicht schlecht. Naja, wer weiß. Ja, ich kann ihm halt was geben, was er haben will, deswegen lasse ich ihn mir noch am Leben. Oh, hab wieder ein bisschen neue Attacke gelernt und für einen 180 Grad Angriff war auch nicht schlecht. Falls wir umzingelt werden, haben wir jetzt auch eine neue Methode dagegen. Ja, wollen wir weiterlaufen.